Ja, vielen Dank. Kleiner Sprint hier hoch. So, ich habe euch auch zwei Texte mitgebracht und der erste, dachte ich so thematisch, passt ja glaube ich, oh Gott, jetzt bin ich voll außer Atem, das ist ein bisschen traurig jetzt. Passt thematisch ganz gut rein. Wir hatten in Hamburg einen Slam mit der Organisation von Fridays for Future, also es war so ein Kooperationsprojekt und dafür habe ich diesen Text geschrieben. Und da drin widmet sich ein Mädchen oder die Person dem persönlichen Zugang zu dem ganzen Thema. Und der Text trägt den Titel Der Schlitten. 2001. Es ist Dezember. Draußen scheint die Welt gefroren. Die Kälte kriecht durch Schuhe, Socken, Pullis ganz nach oben zu den Ohren und die Fingerspitzen schmerzen, weil die Kälte so sehr beißt. Hinter Fenstern flackern Kerzen, läuten ein die Weihnachtszeit und überall riecht es nach Keksen, nach Kuchen und Gebäck. Komm, bleib doch noch zum Kaffee, ja, der Tisch ist schon gedeckt und man flüstert zwischen Wänden, zwischen Gassen, Fenstern, Türen. Nein, das Schneien, das wird nicht aufhören. Darauf könnte ich schwören, pass auf, morgen liegt hier schon ein Meter, damit will er uns betören, der gute alte Winter. Am nächsten Morgen sitzt Lina an ihrem Schreibtisch, schreibt in fein gelernter Schreibschrift Wunsch um Wunsch auf ihre Liste nieder. Ich wünsche mir eine Mütze, dicke Socken und einen Schal, denn ohne diese Dinge wird der Schulweg echt eine Qual und dann vielleicht ein Buch, das über Freundschaft, das wäre gut, wenn noch Platz im Sack ist, dann wünsche ich mir. Lina dreht sinnierend ihren Blick, lehnt zaghaft sich nach vorne, drückt die Nase dicht, an die Scheibe ihres Fensters und erblickt die dicke Schicht aus Schnee. Knapp einen Meter hoch und in Lina kocht die Freude hoch. Ihr Herz beginnt ganz wild zu schlagen, denn sie kann es kaum erwarten. Endlich raus ab in den Garten, auf die schneebedeckten Straßen. Und auf einmal greift Lina nach ihrem Stift und zieht dann überaus fein säuberlich durch alle Wünsche einen Strich. Denn dieses Jahr, da wünscht sie sich nur eines, ein Schlitten. Vielmehr nicht. 2017. Es ist Dezember. Draußen ist es kühl. Der Regen tropft von Hausfassaden, scheint mit Unmut stets beladen und verwässert das Gefühl von weihnachtlichen Wintertagen. Denn auf den Straßen, da liegt lediglich eine Zentimeter dünne Schicht aus brauner, nasser Wassermatsche. Eingefroren, aufgetaut, weggeschmolzen, unverbraucht, draufgetrampelt, eingestaucht zu einem letzten kargen Hauch aus Kälte. Und Lina sitzt am Schreibtisch, kritzelt schnell in rascher Handschrift ihre Wünsche aus Papier. Dieses Jahr, da wünsche ich mir den Frost, die Kälte und viel mehr. Ich wünsche mir einen Winter, einen richtigen Winter. Ein Winter, wie er früher einmal war, mit Schnee schon ab Oktober und nicht so ausgelaugt wie in den letzten Jahren. Summt Lina vor sich hin und resigniert blickt sie zum Schlitten, der einst mit ihr auf Piste ging und nun schon seit zig Jahren still und stumm und unbelebt schweigend in der Ecke steht. Traurig schaut er aus, das Holz bereits spröde, die Faser zerzaust, er scheint abgestellt, nicht mehr gebraucht. Und während da draußen nun die Erde taut, werden bei Lina langsam Zweifel laut. Das kann's doch nicht sein, dass es hier seit Jahren nicht mehr schneit. Und nach ein bisschen Graben, Fragen, Suchen, weiß Lina dann Bescheid. Es ist zu heiß. Im Sommer wie auch jetzt. Denn wir haben die Ressourcen unserer Erde einfach überschätzt und so will Lina jetzt was ändern. Schreibt auf viele lose Blätter, ja, ich wünsche mir einen Winter. Und sie hängt sie an die Türen, plakatiert sie in die Stadt. Man muss sie doch erhören, weil sie doch sonst nichts weiter hat als diesen einen Wunsch, als diese eine Welt, eine einzig klare Hoffnung, die doch wohl jedem hier gefällt, aber als der erste Mensch ihren Zettel überfliegt. Da scheint die ganze Welt vom Fleck mal längst besiegt, denn der Mensch zuckt lachend nur die Achseln, gluckst herum und lacht sie aus. Ach Kind, du musst noch wachsen, um irgendwann dann zu verstehen, dass viele Wünsche eben häufig schlicht nicht in Erfüllung gehen. Und Lina ist entsetzt über die Ignoranz übers Gesetz, dass man die Wünsche junger Menschen schlicht ins Nirgendwo versetzt. Und so ändert sie 2018 das Wort auf dem Papier. Sie wünscht sich im Dezember eine Zukunft mit Gewehr für Bäume und Wälder. Sie wünscht sich Berge und Seen, Eisbären am Nordpol und einen Winter mit Schnee. Doch der Mensch, ja, der schweigt weiter, hält sich stets die Ohren zu, verschließt sich vor den Wünschen, denn er hat viel zu viel zu tun. Und so schreiben wir 2019, ein Jahr der Rebellion. Die Jugend wird zur Masse, fordert endlich Reaktion. Wir wünschen uns eine Stimme zwischen all diesen Aktionen und sie marschieren durch die Straßen, halten Schilder in die Luft, sie versammeln sich in Scharen, weil ein jeder von ihnen hofft, dass man in der breiten Masse ja wohl gesehen werden muss, dass man in einer Gruppe von zigtausend in einem solchen Stimmenüberschuss, wo er kaum überhört werden kann. Aber der Mensch,
Ja, der lacht weiter, lacht den Notstand einfach weg. Es ist die Flucht vor dem Geständnis, die die Wut der Jugend weckt. Denn man hat ihr Blatt gewendet, hat es einfach umgedreht. Jetzt zeigt man auf die Seite, auf der anscheinend ja nichts steht. Pah, was wollt ihr uns schon erklären, ihr mit eurem freitaglichen Schwänzen? Geht mal lieber weiter lernen, sonst fehlen uns die Solvenzen. Und Lina, die nimmt nun ihren Schlitten, schleppt ihn aus dem Haus hinaus. Sie will brechen mit den Sitten, nimmt die Blöße jetzt in Kauf hier. Schreit Lina in die Straßen, nimmt mein Frust und all mein Leid, denn ich kann es nicht ertragen, wie die Menschheit sich entzweit, und sie schmettert ihren Schlitten mit intensivster Kraft auf den Boden vor den Hütten, damit die Menschheit endlich rafft, dass man die Rettung dieser Erde nur mit vielen Händen schafft, denn diese Welt ist unser Erbe, das System in unserer Macht. Und so greift Lina nun zum Mikro und spricht mit letzter Kraft: Mein Wunsch könnt ihr mir nehmen, mein Glauben aber nicht. Und so glaube ich noch heute an die Hoffnung, an das Licht, das man uns hier verspricht. Ja, ich glaube an das Problem, an die Not und an das Leid, aber ich glaube an das Werden, an den Wandel einer Zeit. Ich glaube an den Verstand, von Wichtigkeit geprägt. Ich glaube an das Gefühl, was uns alle hier bewegt, und ich glaube an die Wut, an den Frust und an den Drang. Ich glaube an den Mut, an den Halt und an die Hand, und ich glaube an die Sprache, das Wort und an den Satz, dass diese Welt ja nicht nur ein, sondern viele Menschen hat. Und so glaube ich an ein Morgen, an ein Bestehen dieser Welt. Ich glaube an die Bewegung einer Jugend, die auf jeden von uns zählt, und so glaube ich an uns, an die Erfüllung eines Wunschs. Also wünsche ich mir 2020 einen Schlitten, ein wie früher. Danke. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich noch einen zweiten Text mitgebracht. Meine Generation, also ich glaube, wir sind alle eine Generation, finde ich, hat ein ganz, ganz großartiges Merkmal, und das ist so die absolute Unverbindlichkeit. Wir sind unfassbar unfähig, uns zu entscheiden, sei es irgendwie für den Studiengang oder für die PartnerInnen. Das zieht sich so durchs ganze Leben. Wir machen da keine Kompromisse in der Hinsicht. Und wir nennen das immer so die große Freiheit. Wir sagen, wir sind unfassbar frei. Und ich habe mich mit einem Text damit mal auseinandergesetzt und habe mich gefragt, ob das wirklich so frei ist, was wir da leben. Und der Text heißt Überall und Nirgends und geht so. Ja, wir sind überall ein bisschen, aber nirgends wirklich ganz. Wir wissen nicht, wie lange wir bleiben und kommen niemals wirklich an. 3 Wochen an einem Ort? Boah, das ist nichts für uns. Ich meine, die Welt ist groß und laut und bunt und wir so fucking free und jung, und so reisen wir. Hauptsache lang und weit weg, hetzen durch New York, Paris und Venedig. Hauptsache jedes Foto kriegt einen Hashtag. Throwback, travel swag, world lovers landscape, chillen auf dem Sundeck. Hashtag, no filter needed, so perfect. Ja, wir ziehen durch die Straßen von Rom. Flucht ist die Krankheit, das Reisen Symptom. Heute Mont Blanc, morgen barfuß auf der Champs-Élysées. See. Hä? Naja, egal. Hauptsache Welt, ich bin so frei, nichts hält mich fest, ich bin so hyped, hab meinen Rückflug vercheckt. Und dann sagst du, jedes Land ist ein Goldstück, die Erde ein Schatz. Ja, du kennst jede Sprache, jeden Ort und jede Stadt, aber beim Kölner Dom denkst du leider immer noch an Rummelplatz. Denn wir sind überall ein bisschen, aber nirgends wirklich ganz. Wir wollen uns nicht entscheiden und haben vor klaren Taten Angst, denn kein Wort hat mehr Bestand und auf keinen Satz ist mehr Verlass. Das Schweigen zwischen Zeilen ist nicht mehr als die Gebärde der Distanz. Ja, ich sag dauernd nur, vielleicht, komme ich heute nicht, komme ich bald. Konfrontierst du mich mit meinen Worten, sag ich, ha, nee, so habe ich das jetzt nicht gemeint. Ja, wie hast du es denn dann gemeint? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Lade ich dich heute ein, kann die Zusage morgen schon Absage sein. Denn wer sich entscheidet, der legt sich halt fest. Und wer sich festlegt, der verpasst vielleicht was Besseres. Hashtag Hauptsache ich, jeder guckt nur auf sich, jede Tat ist hier schlicht mit Egoismus gespickt. Denn nichts scheint hier klar, kein Signal scheint hier klar. Hier wird der Einfachheit halber an Worten gespart. Denn selbst die Ausrede ist schon zu viel. Omas 80. Schon viel zu konkret. Denn wer sich gar nicht mehr meldet, der kommt im Zweifel einfach nur zu spät. Ja, Thorsten, deine Antwort steht jetzt seit 18 Wochen aus. Ich wollte nur Bescheid geben, du brauchst nicht mehr zu kommen. Die Party ist vorbei. Denn wir sind überall ein bisschen, aber nirgends wirklich ganz. Wir preisen nur die Freiheit, aber geben Nähe keine Chance. Denn jede Option hält man sich offen.
Ich habe vielleicht dich im Café, aber die Entscheidung über uns noch nicht getroffen. Ja, jeder Zweite hat hier Bindungsangst. Schon vor dem ersten Kuss wird mir Freiraum verlangt. Schau mich an, aber lern mich nicht kennen. Lauf mir ruhig nach, aber bloß nicht verrennen. Lass über Regeln klar reden, aber die Blicke dazwischen lieber nicht benennen. Ja, wir liken und wir swipen, wir hypen und wir scheißen auf alles, was verbindlich ist. Kinder? Nein, danke. Tinder? Ja, bitte. Fragst du lieber oben oder unten, sag ich entschlossen. In der Mitte. Dialoge bleiben oben, Charaktere angezogen. 5 Worte, 3 Nächte, 1 Nachmittag, dann ziehst du weiter. Ja, das ist Intimität auf Zeitvertrag. Denn wir sind überall ein bisschen, aber nirgends wirklich ganz. Wir verstehen jede Meinung, aber halten die eigene auf ständiger Distanz. So sind wir heute auf der Demo fürs Klima und morgen im Flieger nach China. Hashtag, wir alle sind SiegerInnen. Gemeinsam die Klischees bezwingen, aber Hauptsache, ich bin politischer, feministischer und vegetarischer als du. Denn dir ist hoffentlich schon klar, dass ein Gummibärchen Gelatine drin ist. Mhm. Und neulich sagtest du, jetzt, sei es jetzt vegan. Aha, aber ich meine, Weißwein ist ja auch nicht mal zwingend vegan. Und gestern hast du sogar 2 Stück Kuchen gegessen. Und dir ist hoffentlich schon klar, dass laktosefreie Milch nicht das gleiche ist wie Hafermilch. Ich wollte es nur gesagt haben, mal ganz allgemein gefragt, wie sieht es eigentlich mit deinem B12-Haushalt aus? Ja, wir stehen für Offenheit und Toleranz, aber jedes Bild ist bereits in unseren Köpfen gestanzt. Wir preisen die Sprache und fordern ehrliche Kommunikation, aber nur über Sprachmemo, bitte nicht am Telefon. Wir studieren Jura, Lehramt und Medizin, aber sind zu inkompetent, anderen Menschen beim Sprechen in die Augen zu sehen. Geboren im 0. Jahrzehnt hängen wir zwischen 2 Fronten, 2 Generationen und können natürlich beide Seiten verstehen. Wir sind Generation Z. Überall ein bisschen, aber irgendwie auch nicht. Wir sagen, wir sind das Morgen, der Wechsel, die Freiheit, die da ist, aber dabei verstehen wir nicht, dass Freiheit nicht heißt, gehen zu können, wohin man will, sondern in erster Linie bleiben zu dürfen, dort, wo man ist. Aber wem sage ich das schon? Auch dieser Text verspricht rein nichts. Sind es am Ende doch nur Worte, die ich unverbindlich einfach so in Räume spreche. Und ich glaube, wir alle haben inzwischen längst gecheckt, wir sind verstrickt im Widerspruch. Sind wir doch nicht frei, sondern am Ende nur ständig auf der Flucht. Danke.